Hallo, mein Name ist Ella Gabriela Graf und ich möchte euch sehr gerne etwas von der sibirischen Tanne erzählen, eines meiner Lieblingsöle. Die sibirische Tanne kommt, wie der Name schon so sagt, aus Russland und wird aus den Zweigen und den Nadeln Dampf destilliert. Es gibt eine schöne Geschichte zur sibirischen Tanne. Und zwar wird gesagt, in der Historie haben sich die Tiere des Waldes unter die sibirische Tanne zum Schlafen gelegt, weil sie sich dort sicherer gefühlt haben als unter manch anderem Baum, offenbar, und weil sie dort Energie getankt haben. Demzufolge haben die Menschen in dieser Region das ätherische Öl sehr frühzeitig für sich entdeckt und haben es zum Beispiel auch für die Atemwegsthemen genutzt. Und dann kommen wir auch gleich zur Anwendung. Man kann nämlich die sibirische Tanne wunderbar für die Atemwegsgesundheit nutzen, indem man es inhaliert oder in dem Diffuser oder auch von außen aufträgt, vorzugsweise mit Trägeröl. Das ist die eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist, dass ich das für den Bewegungsapparat nutze. Das heißt also bei Massage oder bei Muskelermüdung, Muskelverspannungen. Also da würde ich auch überlegen, mit Trägeröl anzuwenden. Aber das ist sehr schön anwendbar, auch für Gelenkgesundheit und für die Emotionen, wie alle ätherischen Öle von doTERRA. Dazu komme ich gleich noch. Ich will noch einmal ganz kurz wiederholen. Anwenden kann ich es also praktisch äußerlich, indem ich es aufreibe auf die Haut, vorzugsweise vielleicht mit etwas Trägeröl. Und ich kann es inhalieren, entweder über die Handinnenflächen oder über den Diffuser, der bei mir auch gerade läuft. Ich kann es aber, anders als manch anderes Kieferngewächsöl, auch innerlich nehmen. Und zwar in einer Leerkapsel kann ich es einnehmen. Jetzt kommen wir zu den Emotionen. Das ist das Öl des Alters und des Alterns und der Perspektive. Für mich das perfekte Öl. Es erreicht, dass man, wenn man es regelmäßig inhaliert, möglicherweise auch bestimmte Versöhnungsprozesse, in denen man festhängt, wieder löst. Es hilft einem bei Prozessen, wenn man hergeht und sagt, so, wo stehe ich, was für eine Perspektive habe ich, dass es einem das erleichtert. Ich persönlich benutze das Öl sehr, sehr gerne im Diffuser, an meinem Schreibtisch, um zum Beispiel zu mehr Klarheit und mehr Fokussierung zu kommen. Denn das schafft das Öl, dieses Öl bei mir besser als manch anderes. Ja, das ist die sibirische Tanne für mich.